Ich erinnere mich noch an einen Patienten sehr, sehr gut. Ein älterer Herr kam zu uns, nachdem er eine Kniegelenksendoprothese implantiert bekommen hat, die sich leider früh infiziert hatte. Der Mann war am Boden zerstört, wo doch diese Prothese so gut funktioniert hat. Wir mussten sie zunächst ausbauen. Er brauchte eine Interimsprothese für 6 Wochen. Dann konnte ich ihm ein neues Kniegelenk wieder einsetzen. Die Welt war in Ordnung. Ich hatte ihn ein halbes Jahr später gesehen, der Patient sehr glücklich. Dann wurde ich in der Silvesternacht vor einigen Jahren angerufen. Der Patient war gestürzt und diese so toll funktionierende Prothese war wieder defekt. Diesmal konnten wir es zum Glück mit einer zusätzlichen Platte lösen, mit der wir den Bruch stabilisiert haben. Und der Patient war ein halbes Jahr später wieder extremst glücklich und sehr, sehr dankbar für die gute Behandlung.